Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Es ist da, es ist da. Die Nummer 5 ist da. Unser fünftes Kochbuch ist endlich da. Bayram. Bevor wir euch was dazu erzählen, will Orhan euch noch mal eine kleine Ankündigung machen. Am 2.5. seid ihr herzlich eingeladen zur Weltpremiere bei uns hier im Hause, bei Koch dich Türkisch in der Flurstraße 5. Bitte meldet euch an. Es gibt auch eine Kleinigkeit direkt frisch aus dem Kochbuch gekocht. Ja. Von daher, 17 Uhr geht's los. Meldet euch bitte an. Link ist unten. Ja, ich mache schon mal eins auf. Okay. Kannst deins vielleicht weglegen. Genau, ich lege mal meins weg. Ich bin ganz gespannt, Orhan. Ich halte es mal fest, damit auch alle direkt mitgucken können. Ah, Bayram, die Festtagsspeisen. Alle Feiertage und Festtage, ja, die wir so haben. Mit unserem schönen Muster vorne drauf. Unser, wie heißt das? Yıldız Kayması. Geçmeli Yıldız aus dem Seldschukenreich sozusagen, wird aber in der islamischen Kunst sehr, sehr häufig verwendet. Ja. Bayram. So, gucken wir mal direkt rein. Über 65 Rezepte haben wir. Wir haben hier religiöse Feiertage, gesetzliche Feiertage, traditionelle Feste, persönliche Anlässe, zum Beispiel auch was macht man beim Geburtstag, was zu Neujahr oder zu einer Hochzeit, was gibt es da für Rituale, aber wichtigsten sind natürlich die religiösen Festtage. Zurzeit ist ja noch Ramadan, aber bald ist ja Ramadan-Fest. Was wird da alles aufgetischt? Schönes Foto von dir. Die Fotos stammen zum größten Teil auch von uns, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und daher sind wir natürlich besonders stolz, dass wir das so ein bisschen zusammenfassen konnten. Es gibt bestimmt hunderte Kochbücher, wo es um die Weihnachtsfeiertage geht oder um die Osterfeiertage. Und das ist jetzt nun das erste sozusagen seiner Art, wo es um die Bayram-Festtage geht. Boah. Und damit fühlen wir uns auch wirklich sehr stolz, dass wir dieses hier präsentieren können und mit euch teilen dürfen. Das sieht richtig gut aus. Die Farben sind richtig schön rübergekommen. Ja. Es hat auch alles sehr gut geschmeckt. Viele haben uns ja vielleicht schon in der Insta-Story begleitet über das letzte halbe Jahr. Da haben wir immer wieder mal gekocht. Ne? Hier zum Beispiel Eintopf, das ist Yuvalama, ne? Yuvalama, eine Speise, die es nur in Gaziantep gibt, ne? Ja, zu den Bayram-Feiertagen, das stimmt, ja. Richtig toll geworden. Ja. Guck dir das mal an. Super, Fotos sind ganz, ganz toll geworden. Auch hier Lammhaxe mit Gemüse und Ei-Zitronensoße, Terbiyeli, Kuzu İncik. Das ist so zart geworden. Auch hier eine kleine Erklärung immer dazu, die Zubereitung, die Zutaten und was man noch ein bisschen als kleines Extrawissen hat, was Olki da immer gerne nochmal dazu sagen möchte. Küchnoktesse sozusagen. Und für alle, die es interessiert, haben wir die einzelnen Feiertage auch nochmal ein wenig erklärt. Wir sind nicht zu sehr ins Detail gegangen. Es ist ja schließlich auch ein Kochbuch. Trotzdem haben wir ein bisschen was zu den Feiertagen erzählt, damit man mal so drumherum weiß, was sagt man eigentlich zu den Nachbarn, wenn der jeweilige Feiertag ist. Warum ist dieser Feiertag überhaupt da? Warum werden bestimmte Speisen zu diesen bestimmten Feiertagen denn überhaupt angeboten? Das kompliziert quasi unser Bayram-Kochbuch. Aus unserer Sicht wirklich richtig gut. Wir danken hier auch nochmal recht herzlich dem Christian Verlag, dass er uns das ermöglicht hat, dieses Kochbuch rauszubringen. Da sind wir sehr stolz. Gibt es jetzt überall im Buchhandel, natürlich auch online und natürlich auch direkt bei uns. Wenn ihr es bei uns bestellt, einfach kurz dazu schreiben, dann machen wir auch noch eine Widmung rein oder so. Auf jeden Fall. Da freuen wir uns immer sehr, sehr drüber. Und nochmal einen besonderen Dank an alle die Mitstreiter, die mitgemacht haben. Passt auf euch auf. Wir sehen uns am 2.5. Du möchtest noch was ergänzen? Auf dass wir viele gemeinsame und religionsübergreifende Feste miteinander und an einer schön gedeckten Tafel feiern können, wünschen wir uns, dass ihr am 2.5. zu uns hierher kommt und das mit uns feiert. Wir freuen uns. Bis bald. Prost, Herr Kölner.